Was haltet ihr davon? Ich weiß nicht. Upp, da hab ich Lock auf. Wie groß ist so das Interesse an League of Legends bei euch? Das würde mich jetzt mal interessieren. Bitte schreibt dazu, dass, wenn ihr mir die Frage beantwortet, von wegen, ich finde League of Legends gut oder ich finde League of Legends nicht so gut. Weil sonst steht da wieder, ich finde das gut und ich habe keine Ahnung, worum es geht. Weil ich es vergessen habe. Weil ich gerne mal einen kein Let's Play davon machen würde, sondern ein Tutorial oder ein Gameplay, wahrscheinlich eher ein Gameplay. Das heißt dann, dass es ungefähr so aussehen wird wie Minecraft. Könnte man sagen, ja, könnte man so sagen. Das heißt, dass ich da über irgendein Thema quatschen werde und League of Legends im Hintergrund läuft. Das heißt, dass ich nicht live spiele. Kennt ihr, die meisten machen das mit Battlefield oder. Boah, was gibt's denn da ja? Modern Warfare, Call of Duty ist glaube ich dasselbe, ne? Ich interessiere mich nicht sonderlich für Shooter. Und ich würde das dann halt gerne mit League of Legends machen. Dota 2 können wir dann auch mal gerne spielen. Eine Runde. Hon ist glaube ich nicht so meins. Ich weiß es aber nicht. Ich habe es auch nicht, weil es kostenpflichtig ist noch. Dota werde ich mir kaufen, auch wenn es kostenpflichtig ist, was einfach Pflicht ist. Du musst einfach Dota haben. Weißt du, ich bin noch am Überlegen, welches ich besser finde. Auch wenn das wahrscheinlich viele nicht nachvollziehen können. Aber ich mag League of Legends sehr gerne. Wirklich gerne. Spiele ich, ist momentan mein absolutes Lieblingsspiel. Und Dota 2 ist so ähnlich, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß noch nicht, welches ich wirklich besser finden soll. Ich tendiere momentan, es liegt auch daran, dass ich halt sehr lange schon spiele. Und mittlerweile würde ich sogar sagen, dass ich relativ gut bin. Momentan tendiere ich da daher natürlich noch zu League of Legends. Aber mal gucken, vielleicht entscheide ich mich auch mal für Dota, dass ich Dota besser finde. Aber wie gesagt, momentan ist es LOL. Und ich weiß nicht, wie ich das mit dem StarCraft-Projekt noch weiter fortsetzen werde. Ich muss jetzt mal lachen, wenn ich darüber spreche, weil ein Kumpel mir letztens einen Kommentar abgegeben hat, von wegen, ja, du sprichst in deinen Projekten nur noch über deine anderen Projekte. Fand ich sehr witzig, weil es mir jedes Mal wieder auffällt, wenn ich daran denke. Es ist wirklich so halt. Ich will jetzt kein Risiko eingehen. Daher mache ich so. Ja, dann werden wir mal gucken, was wir davon öfter spielen. Eins werde ich auf jeden Fall entweder mal Let's Playen oder kommentieren. Tutorial machen, das Gameplay kommentieren. Es gibt für mich einen Unterschied zwischen einem Commentary und einem Gameplay-Commentary. Das Commentary bezieht sich halt auf irgendwas. Und das Gameplay-Commentary bezieht sich nur aufs Spiel. Da werden keine anderen Themen reingeschmissen. Und da ihr mich ja mittlerweile relativ gut kennen solltet, wisst ihr vielleicht, dass es mit dem Gameplay-Commentary nicht so wirklich funktioniert. Bei mir. Weil ich immer abschweife. Und da haben wir War. Sehr fies, gerade weil wir so wenig Leben haben. Daher wird es wahrscheinlich eher ein Commentary werden, wo ich mir das Spiel nicht mehr angucke, sondern nur die Länge des Spiels mir raussuche und dann so lange quatschen. Verdammt, weil wir haben den Pilz. Und dann so lange quatschen werde, wie das Spiel geht. Ja. So halt wie so eine Nachkommentation. Nur bei der Nachkommentation sage ich auch immer nochmal, ja, hier habe ich das und das gemacht, weil ich das und das wollte und dann. Als Vorlage für das und das und da dann halt nicht. Da muss ich auch in diesen Projekten hier nicht immer über die neuen Projekte reden, sondern werde das in dem Gameplay-Commentary. Mir wurde davon abgeraten, von jemandem Gameplay-Commentary zu machen, aber aus einem Grund, der für mich eigentlich nicht wirklich in Frage kommt. Von wegen, ja, mit Gameplay-Commentaries kannst du nicht so viel Erfolg haben wie Let's Plays. Das ist völlig egal. Muss ich eigentlich sagen.
weil ich Lust drauf habe, ein Gameplay Commentary zu machen. Wenn es mir gefällt, dann gefällt es mir. Wenn es euch gefällt, dann ist es auch gut. Dann werde ich es fortsetzen. Wenn nicht, dann gucken. Werde ich mich entscheiden. Wenn es euch überhaupt nicht gefällt, dann werde ich es wahrscheinlich sein lassen. Ansonsten sehe ich da keinen Grund zu. Etwas, das mir Spaß macht, aufzuhören. Nur weil es keinen Erfolg bringt. Kenne ich auch einen Let's Player. Auch etwas größeren. Das finde ich nicht so pralle, der bricht Projekte ab, weil sie nicht genug Views abwerfen. Und da gibt es einen, der heult rum, weil er zu wenig Views kriegt. Und hat. Das finde ich immer ein bisschen hart, wenn man wegen sowas und so plötzlich total schlecht drauf ist. Weil ich mir auf meinen Minecraft-Parts ungefähr anderthalb Jahre lang ungefähr 8 Aufrufe pro Part hatte. Von diesen 8 Aufrufen haben dann 3 kommentiert und ungefähr, was mich tierisch gefreut hat, und 5 sind zufällig drauf gekommen. Ja, und das dachte ich mir, ist halt so. Ich habe weitergespielt und mittlerweile bin ich über... Was haben wir auf dem letzten Minecraft-Part? Ich gucke mal. Ja, so um die 150 Aufrufe. Wenn ich einen guten Tag habe, kann es bis 500 hochgehen. Und wenn ich einen ganz guten Tag habe, das hat mich so gefreut, Leute. Dafür möchte ich mich nochmal bedanken. Habe ich auf dem Ether-Part einfach mal 1400 Aufrufe. Der hat 1000 mal mehr Aufrufe als ich und ist trotzdem damit sowas von unzufrieden. Das kann ich nie so ganz nachvollziehen. Aber okay, wenn man es nicht anders gewöhnt ist, dann ist das natürlich so. Kenne ich auch noch jemanden, der ist, der hat sich total aufgeregt, dass er an einem Tag nur 12 Abonnenten bekommen hat. 12 Abonnenten habe ich in 4 Monaten bekommen, damals. Und das war dann halt seine Antwort. Ja, wenn du das gewöhnt bist, ist das was anderes. Kann ja sein. Aber... ne. Halte ich nicht so viel von. Das heißt aber nicht, dass ich gegen die Leute was direkt habe. Eigentlich gar nicht. Ich verstehe mich mit den Leuten sehr gut. Nur dieses Prinzip gefällt mir nicht. Dieses Prinzip gefällt mir gar nicht. Das wissen die, glaube ich, auch. Oh, das Book of... Okay. Wir nähern uns nämlich dem Ende. Und bei dem Marmkampf ist das Book of Bill ja wichtiger. Gut. Nicht dem Ende des der Aufnahme, sondern dem Ende dieses Runs. Weil die ersten Challenges nur bis Marm gehen. Ich brauche immer die Herzen. Ja, genau. Machst du kaputt. Das andere auch, komm. Sehr gut. Guter Meat Boy. Ich habe gestern, ich habe auch, glaube ich, in diesem, ja, das war gestern, in diesem Ultimate, boah, ich habe schon wieder vergessen, wie es ist, Space mit Collection, habe ich auch nochmal eine Runde Meat Boy angespielt. Nicht Super Meat Boy, sondern Meat Boy. War auch ganz witzig. Habe ich aber nicht lange gespielt, nur das erste Level. So einmal durchgezappt, was euch in der nächsten Folge erwartet. So nach dem Motto. Falls ihr das weitersehen möchtet, die besten Collection, da sind sehr viele Spiele drin. Die allerdings alle eher so die Eigenschaften von Flash Games haben, als von Computerspielen. Und ich mag es sehr gerne. Vor allem halt dieses Steven. Das fand ich so genial, das Spiel. Für die, die jetzt keine Lust haben, das anzugucken, weil sie mich entweder das Brett nicht mögen oder nur Binding of Isaac gucken oder Schlag mich tot, warum, weil sie das Part gucken, mich total scheiße finden und im Part trotzdem weiter gucken, was irgendwie keinen Sinn macht. In Steven geht es um... Ne, komm, du kannst weg hin.
geht es um ein dieses kleine schwarze Männchen hier aus Binding of Isaac, dem wir leider nicht begegnet sind. Das ist ein Endgegner. Und der kann durch die, der muss halt Schlüssel sammeln und immer